Ach, du schon wieder. Na? Jetzt hau ich dich da runter, ey. Ich hau dich. Nein, ich lass mich hauen. Nein, der gibt nicht. Aber jetzt kommt schon wieder die Kamera nicht mit. Oh, jetzt haut mich sogar schon ein normaler Goomba da raus. Okay, so. So, was macht die Kamera hier? Ah. Gibt es da nicht irgendwas von Ratiofarm gegen diese Kamera? Ja, ihr... Man stellt sich das mal vor, man fällt in Lava, fällt wieder raus und man stirbt an einem Ufer. Rums. Ich seh's kommen, das wird heute nichts mehr. Das gibt's doch nicht. Okay, ich mach die Stage so, wie man sie machen soll. Also zumindest den Anfang, damit ich jetzt hier nicht noch länger brauche. Oh Mann. Oh Gott. Was nur passiert? Oh, das ist ja... Da passt man einmal nicht auf und liest hier nur wieder was über April Mays Brüste. Deswegen, ich lese auch gar nicht mehr vor. Oh. Hör auf damit sowas zu schreiben, sonst muss ich dir wirklich eine Verwarnung geben. Ich hatte 80 Sterne gesagt, aber so geht das nicht. Nein, stimmt nicht. So, machen wir das jetzt richtig. Ah, ich habe ja wieder was abbekommen. Naja. Nicht so schlimm. Ist ja nur einmal gewesen. Und, ja, Moment, ich mach's gleich so. Das geht gar nicht? Ich wusste ja nicht, dass das so nah dran war. Naja, Mario hat's eh verdient. Aber die nageln dich auf die 80 Sterne jetzt fest, ne? Oh Gott, auf was? Auf die 80 Sterne. Mhm. Ich merk schon. Macht ihr doch mal 80 Sterne. Genau, spielt doch selber. Wenn mir sonst nichts mehr einfällt. Boah. Da sage ich sowas. So. Jetzt lass mich. Jetzt reicht's. Ah. So, ganz locker. Ganz locker. Ah. Naja, gut. Damit kann ich leben. Okay, nächster. Gibt's keine Fragen mehr in den Chat, oder? Ja, dein Lieblings-irgendwas. Ah, mein Lieblings... Echt jetzt? Nee. War das jetzt so ausgedacht, oder? Steht das wirklich da? Dein Lieblings-irgendwas? Nein. Ist nur nichts eingefallen. Achso. Oh. Oh, nö. Das ist ein Witz, oder? Oh Mann, ey. Okay, gut. Wir sind noch nicht tot. Noch nicht. April May's Broutfit. 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 Heiratet sie oder was? Dass sie ein Broutfit braucht. So, oh nö! Ja, wenigstens bin ich ja hier schon mal gelandet. Boah. Das gibt's nicht. Na, jetzt ist doch... Jetzt ist gut. Also ich glaube, das sind deine Lieblingsgegner im Spiel, oder? Was? Das sind deine Lieblingsgegner aus dem Spiel, glaube ich. Ja, das ist jetzt mein Lieblingsgegner. Ja, irgendwie, die waren auf dem N64 nicht so nervig.
Nee, überhaupt nicht. Nee, mit Stampfattacken waren die eigentlich ganz gut zu besiegen, aber Stampfattacken tun denen nicht mehr viel und ich krieg den nicht geschlagen. So. Und jetzt aber. Seit wann spielst du Layton und dir hast du die Spielerei entdeckt? Seit wann ich Layton spiele? Guck doch mal, wann der erste Part hochgeladen wurde. Boah. Wie hab ich die Spielereihe entdeckt? Naja, Werbung. Und danach bei Marc ausprobiert. Und irgendwann gesagt, Mensch, du könntest es ja eigentlich auch mal richtig spielen, da machst du ein Let's Play von. Ende der Geschichte. Ich wollte eine Geschichte aus deiner Kindheit hören. Eine Geschichte aus meiner Kindheit? Wahrscheinlich so eine Art Anekdote. Ich wüsste ja eine, aber da habe ich gerade das Foto dazu nicht. Es gibt ein schönes Foto von mir, bei dem ich mich mit, naja, ganz viel, ganz viel so Glitzerkram von meiner Oma geschmückt habe. Und, da sah ich herzallerliebst aus. So wie ich mich heutzutage verhalte, sah ich da sah aus. Keine Ahnung, und das ist ein hübsches Foto geworden dazu. Das hat sich also geprägt. Das hat mich nicht geprägt, nein. Aber es ist eine schöne Erinnerung und das Foto dazu, das würde ich zu gerne irgendwann mal zeigen. Das habe ich sogar eine Ewigkeit gesucht, bis es dann mal in einem Fotoalbum wieder aufgetaucht ist. Also hier, da. Da sieht mal einer, guck. Und jetzt bleibe ich aber hier. Hey, der ist an mir vorbei. Schön so. Endlich mal ja, was, was er richtig macht. Ja. Der Mitleid. Ja, würde ich auch sagen. Der muss es nur so aussehen lassen, damit Bowser nicht böse wird. Bauschuh. Bauchschuh, genau. Bauchschuh. Na komm, Münzi. Münzi McMünzmünz. Ach, hast du von dem Boot gehört, was benannt werden sollte? Irgend so ein komisches Exkursionsboot? Von so einer Wissenschaftlergruppe? Nee, hab ich gehört. Und ich weiß nicht, es sollte durch eine öffentliche Abstimmung im Internet benannt werden. Und dann haben welche den Vorschlag gemacht, Boaty McBoatface. Und das finde ich so schön. Ich hoffe, dieses Boot wird wirklich so heißen irgendwann. Das ist mir auch schön. Ja, aber also, war nach vorgegebenen Namen oder konnte jeder seinen Namen irgendwie eingeben und davon... Es konnten Namensvorschläge abgegeben werden und dann wurde eben darauf ja basierend, dann, oder beziehungsweise dann, wer möchte, kann dann für einen dieser Namen abstimmen. Halt. Das ist doch ein Witz. Irgendwelche Bots oder so mit deiner Intelligenz, die ganz viel für einen Namen abstimmen. Doch diese Bots, die ganz oft für einen Namen abstimmen oder für allgemein dieses Gewinnspiel. Genau. Kann irgendwie so ein, ich weiß nicht, MS Nordkorea, keine Ahnung. Nein. Also ich finde schon Boaty McBoatface schön. Vor allem, es gab dann so einen Bus oder sowas oder einen Zug, der aus Solidarität sich Trainee McTrainface genannt hat. Bin ja auch nicht schlecht. So, wo ist jetzt eigentlich die letzte rote Münze? Was war dein erster Anime, den du geguckt hast? Der erste Anime, den ich geguckt habe, langsam wird's schwierig. Wahrscheinlich Sailor Moon oder so. Was stellt ihr mir hier überhaupt für Fragen? Solche Sachen, die bei meinen Geheimfragen auf irgendwelchen Profilen gestellt werden könnten. Was ist der Mädchenname ihrer Mutter? Aber das ist erst ein Haustier. Ja. Oh nein, 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 nein! Oh, Alter. Bringt mich nicht aus der Fassung, bitte, jetzt nicht. Oh Gott. Also mein erstes Haustier hieß Housie McHaustier. So. Du musst doch die 54 Minuten von Mega Man überbieten. Oh weia. Ja. Stimmt. Welches? Wo ist jetzt eigentlich der... Was? Welches Mario-Level findest du am schwierigsten? Dieses momentan. Ja. Aua! Das gibt's nicht. Und ich sehe nicht mal, was passiert. Oh, ich bin da. Gut. Das hat sich ja dann erledigt.
Wo haben sich deine Eltern zum ersten Mal kennengelernt? Woher soll ich das denn wissen? War ich dabei? Ja. Oh Mann. So, jetzt will ich das erstmal speichern. Und dann hole ich mir den anderen Stern. Oder auch nicht. Oh, diese Kamera. Diese Kamera. Ich sollte mir sie ausmachen. Was war der fünfte Anime? Mann. Der fünfte Anime, das war... Helsing! Wie soll ich das denn wissen? Komm schon, ich krieg den auch noch. Da habe ich wenigstens mal wieder ein bisschen vorgelegt. Das gibt's nicht. Ja, ich will speichern. Auch schon wieder, welches Mario-Level aus diesem Spiel finde ich am schwierigsten? Aus Nicht-Mario. Ach so, oh. Welches Level wäre das? Das muss ja irgendwo eins der letzten sein. Und in welchem vor allem? Das ist ja die Frage. Es gibt so viele Mario-Spiele. So, jetzt habe ich es mir einfach gemacht. Aber bei dieser Frage kann ich es mir nicht einfach machen, weil... Flippy? Nein. Die Frage wird nicht vorgelesen. Nein. Okay, Moment. Was war nochmal die andere Frage? Das schwierigste Level. Ich kann leider nicht so sehr darüber nachdenken. Ich kann das irgendwann mal machen, wenn die Aufnahme vorbei ist. Und jetzt muss ich erstmal Bauschuh vorlesen. Hey Junge! Du musst mir schon wieder auf den Keks gehen. Du kannst nicht anders, oder? Siehst du nicht, dass ich zusammen mit meinen Untergebenen fröhlich Unfug treibe? Und noch sowas anderes. Erste Grundschullehrerin. Jetzt kommen wirklich diese Sicherheitsfragen. Meine erste Klassenlehrerin hieß Frau Vorstadt. Die wollte mich übrigens vom Linkshänder zum Rechtshänder umerziehen. Meine Eltern hatten was dagegen. Ach, deswegen hast du noch die Rechts-Links-Schwäche. Ja, das sowieso. Bis heute. Ja. Moment, ich muss hier mal wieder ein bisschen lassen. So. Geht doch. Und nun rückt die Sterne wieder raus. Ich habe sie zuerst gestohlen und meine dienstbaren Geister in den Wänden, brauchen sie. Guahaha. Okay. Na dann, wenn das so ist, dann gebe ich ihm die Sterne natürlich wieder. Hui! Solange wie er da steht. Ah! Oh, nein, 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 ich will diesmal nicht. Ich will nicht! Das gibt's nicht. Ich komme nicht um ihn rum. Na bitte. So, jetzt muss ich nur noch zusehen, dass ich auch mal irgendwo sowas treffe. So, das müsste es doch gewesen sein. Nö. Also, wenn er so ist wie in dem normalen, dann ist er ja jetzt fertig. Ach, das war's schon. Mhm. Du gehst Bauschuh auf den Übersichtsplan. Ja, das tue ich. Uah! Ich kann doch nicht wirklich verloren haben. Die Macht der Sterne war nicht mit mir. Oh Mann. Das war doof. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Die bringen so blöde Sprüche. Hier, dieses Mal. Betrachte dies als ein Übersichtsschieden, Unentschieden. Nächstes Mal werde ich besser drauf sein. Nun, du willst bestimmt mit zu deinem kostbaren Prinzesschen. Dann geh hinauf auf den Turm. Ich warte. Inspektor Boshu, Kaito Mario? Nein, das sind zwei verschiedene Sachen gewesen. Das eine war aus Conan. Stimmt, das steht da sogar.